Positiven ausgedrückt, hast du dann halt genau diese Sachen einfach so umgesetzt, wie du im Kopf hattest, hast du es auf deinem Kopf einfach gemacht. Ja, das stimmt, genau. Ich hatte, wenn ich darauf Lust habe, habe ich das einfach gemacht, genau. Und es war mir auch immer egal, ob Leute denken, Kurzhaarfrisur oder Glatze ist nicht so schön oder so, ist mir komplett egal gewesen. Hm. Und im Übrigen habe ich auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Das stimmt überhaupt nicht, dass Glatzköpfe oder Leute mit rasierten Haaren nicht gut ankommen. Das stimmt überhaupt nicht. Achso, du redest jetzt von Geschichten, sage ich mal, von der Arbeit bis hin zu deinem privaten Ausgeh-Rhythmus. Ja, genau. Ich kann das also unterschreiben. Wenn ich jetzt an meine Freundin denke, die Südkoreanerin ist übrigens, die hat mir auch gesagt, die hätte nie gedacht, dass die einen Freund hat, der eine Glatze hat oder rasierte Haare hat. Moment, aber du warst kurz weg. Du meintest, deine Freundin aus Südkorea hätte nie gedacht, einen Freund zu haben mit einer kurzer Frisur, sprich fast Glatze. Genau. Okay, das heißt, sie hat sich dann in den Charakter verguckt. Ja, aber ja, genau, aber nicht nur das, es ist eine Kombination aus allem und dazu gehört nun mal auch die Frisur. Ja. Und es kommt nämlich gar nicht darauf an, was du drauf, also auf dem Kopf hast, sondern wie du damit umgehst. Wenn du zeigst, wenn du den Leuten zeigst, du bist selbstbewusst und für dich ist das das Normalste der Welt, so dann achtet auch keiner drauf. Dann ist das auch völlig egal. Guter Punkt. Bei mir sieht es nicht anders aus. Ich habe keine Haare auf dem Kopf, dafür ein paar in meinem Gesicht und ein paar in meinem Rücken. Und meine Freundin, die schert sich nicht darum, ob ich jetzt noch Haare auf dem Kopf hätte, weil sie hat mich auch kennengelernt halt tatsächlich mit einer Glatze. Also sprich, was ich damit sagen will, ist, meine Freundin hat nicht irgendwie durchgemacht, dass sie gesehen hat, ich habe mit dem Haarausfall irgendwie einen Leidensweg hinter mir, sondern sie hat mich so kennengelernt, dass ich selbstsicher mit der Glatze auftrete. Und das war aber auch ein Prozess für mich. Das habe ich am Anfang nicht immer gehabt. Und indem ich dann halt, sage ich mal, die Anerkennung bekommen habe und den Zuspruch, dass ich nicht die Glatze bin, sondern ich mehr bin, spricht es halt dafür, dass es mir egal ist, was auf meinem Kopf ist oder eben nicht. Und ich finde das schön, was du gesagt hast, dass du sagst, deine Freundin hätte jetzt nie gedacht, einen Freund zu haben mit einer kurzer Frisur, weil du es am Anfang ja auch gesagt hast, dass in deren Kulturenkreis es weniger Männer gibt, die offensichtlich sich den Kopf rasieren, obwohl sie Haare haben. Und dementsprechend finde ich das umso deutlicher, was deine Freundin an dir hat. Und schön, dass du diese Story teilst und schön, dass es quasi so gefunkt hat zwischen euch, unabhängig vom Äußerlichen. Ja, danke. Genau, und ich meine, ich weiß, ich habe jetzt auch durch wenig her, Feedback bekommen und da sind halt auch Frauen dabei, die einen ganz anderen Weg hinter sich haben, ne? Und da sieht es auch nochmal ganz anders aus, weil wir zwei besprechen gerade etwas, du möchtest das so tragen und rasierst dir den Kopf. Der Janni im letzten Podcast, der hat Haarausfall auf dem Kopf, der trägt aber noch Haare und macht trotzdem noch seine Routine, der macht sich die rechts vom Friseur weg, dann geht er zum Barbier und oben lässt er noch das stehen, was geht. Er geht aber selbstbewusst mit dem Haarausfall um. Ich auf der anderen Seite sage, ich habe keinen Bock auf das zu tragen, was ich habe auf dem Kopf, weil das hatte ich schon lange. Mir gefiel das dann nicht. Ich fühlte mich total unwohl. Aber vor einer Glatze hatte ich halt noch mega Angst. Und als ich mir dann doch ans Herz gefasst habe und gesagt habe, komm, einfach machen, wurde ich halt erstmal, ich wusste nicht, was ich war. War ich verunsichert oder ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber ich wusste, es gibt keinen Weg zurück. Dann habe ich es gemacht und siehe da, jetzt mit der Glatze, Jahre später, mir geht's super. Weil ich nämlich gelernt habe, damit nicht nur umzugehen, sondern auch verstanden habe, dass das, wenn jemand so offensichtlich, oberflächlich Wert legt auf solche Geschichten, dann passen wir einfach nicht. Dann passt das nicht. Und ich habe auch keine Erfahrung gemacht mit Arbeit, dass er mir gesagt hat, Christos, schön und gut dein Portfolio, aber mir passt deine Nase nicht, mir passen deine Ohren nicht. Dann würde der Kunde auch nicht zu mir passen, ganz einfach. Weil diese Basis ist nicht gesund, um dann irgendwie weiter Business machen zu können, geschweige denn eine Freundschaft anzugehen, wenn es halt ein Kollege ist oder sowas. Und ich finde das cool, was du sagst, dass du da halt auch nicht die Negativerfahrung gemacht hast, weil man hört und liest viel im Internet und dann muss man immer, finde ich, selber die Erfahrung machen.